Hallo lieber Skorpio und herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im Winter 2023-24 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Skorpio bitte. Dezember, Januar, Februar. Dezember, Januar, Februar. Was kommt auf Skorpio zu, bitte? Vier der Münzen, okay, okay. Das Wichtigste zuerst, offene Rechnungen werden beglichen. Nee, nicht das, ich meine schon monetär. Das ist wichtiger, so finanziell, ja, was auch immer du abzahlen musst, bezahlen musst, ja, all das wird erledigt, Kredite werden erledigt, ja, vier der Münzen ist die typische Schuldensanierungskarte, okay, falls du da irgendwie im Minus oder ähnliches bist, dann wirst du das jetzt im Winter erledigen können, bezahlen können, decken können, okay? Gleichzeitig sehe ich, dass du hier ziemlich kalt haben wirst in diesem Winter, also kälter wie sonst, so, das ist keine Vorher, aber es wird, der Winter wird sich für dich kälter anfühlen wie sonst. Ich glaube, bei Krebs war es umgekehrt, die haben es eher als warm empfunden, wärmer wie sonst, nicht warm, wärmer wie sonst, und bei dir, oder ich habe den Eindruck, dass du so ein bisschen ein Frühling bist jetzt in diesem Winter. Okay, hängt, merkt ihr das? Okay, hängt vor allem von der Qualität deiner Socken ab hier. Okay, Nylon, Polyester, das Zeugs wärmt nicht, sieht cool aus, wärmt aber nicht, ist günstig, aber macht kalte Füße, macht noch kältere Füße als ohne Socken. Hey, also, Qualität deiner Socken spielt eine große Rolle jetzt im Winter. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass jetzt im kommenden Winter, Skorpion, immer wieder Menschen, die mal auf Abstand gegangen sind, jetzt deine Nähe wieder suchen. Ich sehe nicht irgendwie Menschen, die oder wo es zu einem Krach oder so kam, sondern mehr, dass da geografische Distanz zwischen euch war oder zeitliche Distanz zwischen euch. Da war irgendeine Distanz. Und jetzt kommen die näher. Ich sehe, komischerweise sehe ich sogar Menschen, die irgendwie in den letzten Jahren eine andere Sprache verfolgt haben, ja, Französisch zum Beispiel gelebt haben, und du so dachtest, okay, ich rufe jetzt da nicht an. Je peux pas parler comme ça au téléphone. Oder so. Oder dass da sogar sprachliche Distanz mal eine Weile war, und jetzt kommen diese Leute ja wieder auf dich zu. Ja. Hallo, Skorpion. Ich habe jetzt Akzent. Nach 2 Jahren Französisch reden habe ich schon Akzent. Wäre jetzt nicht mehr los. So werden die Konto, so kommen die immer. Ja. Da ist irgendetwas, Skorpion, bei dem du ganz es ist etwas ganz Spezifisches ist da noch, wo du dich zurückhalten gibst. Das ist, vier der Münzen, okay, bestimmt die Energie der ganzen Legung, okay, aber da gibt es noch etwas, wo du ganz bewusst dich zurückhältst, oder wenn man dich fragen würde, hey Skorpion, worin bist du zurückhaltend im Winter, würdest du mit dem Finger darauf zeigen. Was ist das? Königin der Kirche, deine Gefühle. Skorpion, du verliebst dich im Winter. Ja, die Herrscherin hier, manche von euch, die gar nicht an Kinder denken, könnten hier plötzlich einen Kinderwunsch verspüren. Okay, hier, Hohepriesterin, Fruchtbarkeit. Das passiert sehr oft, dass man grundsätzlich kein Kind haben möchte, aber dann sieht man jemanden und denkt, Kopf, ich muss mich fortpflanzen mit diesem Menschen. Und dann kommen die Hormone. Ja. Du wirst dich im Winter verlieben, Skorpion, und wirst enorm viel Energie aufwenden, um das zu verheimlichen. Okay? Ich habe hier die Mäßigkeitskarte liegen. In wen auch immer du dich hier im Winter verliebst, du verliebst dich vor allem
in diese Ruhe, die dieser Mensch hier ausstrahlt, in diese Meditation, die dieser Mensch hier ausstrahlt. Es geht hier um eine sehr ausgeglichene Person, die sich hier nicht einfach so aus der Ruhe bringen lässt. Könnte hier Sternzeichen Schütze sein. Wir haben hier auch Schützekarte liegen. Okay. Schütze-Saison ist nach Skorpion-Saison. Ja, die 30 Tage nach deiner Saison, ja, das ist so ungefähr 20. November bis 20. Dezember, wirst du hier dich enorm angezogen fühlen von einem Menschen, der von Natur aus sehr cool ist. Ja? Also zuerst gab es diesen Menschen und dann Tupac. Ja, so, die Coolness an sich ist dieser Mensch und das wird dich hier enorm anziehen, okay? Ich rede, wenn ich mit der Aufnahme starte, dann bin ich nicht mehr die Gamse, ich bin Inbals Tarot und dann kommen die Messages so durch. Merkt ihr das? Ich habe da gerade vorhin was gesagt. Zuerst kam dieser Mensch und dann Tupac. Schau dann, wenn du diesen Menschen dann antriffst. Schau mal, ob dieser Mensch vom Geburtstag her ja älter ist wie Tupac. Älter wäre wie Tupac. Tupac ist verstorben. Okay, Tupac, der Rapper da, der getötet wurde, okay. Der Magier. Oh. Skorpion, das ist wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit, die du da gefunden hast. Ja, sehr interessant. Dieser Mensch ist eine Person, die, ich will nicht sagen, im Geheimen operiert. Nee, es geht nicht darum, dass dieser Mensch ein Geheimnis daraus macht, was genau er sie im Leben als veranstaltet. Es geht mehr darum, dass dieser Mensch kein großes Theater drum macht. Okay, das ist so, oder der Magier, das ist der, der alles schafft. Und könnte auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin sein. Und dieser Mensch schafft hier mit dem Magier, wortwörtlich, ja, er schafft dieser Mensch Magie, Zauber, ja. Bewerkstelligt hier in der Stille gewisse Dinge über Monate, wonach man dann diesen Menschen fragt, ja Gott, wie hast du das jetzt gemacht? Ja, so wie man einen Zauberer fragen würde und dieser Mensch antwortet dann mit der Mäßigkeitskarte, ich habe es einfach gemacht. Ja, mach keine große Sache draus. Ich habe hier mit dem Magier eine sehr fähige Person vor dir stehen und ich glaube, es ist schon diese Kombination, die diesen Menschen sehr attraktiv für dich machen wird, Skorpion. Ich kann alles, aber mache keine große Show draus. Ja, sehr fähig, sehr talentiert, kann sehr gut reden, kann sehr schnell eine Verbindung aufbauen, steht mit beiden Füßen im Leben, ist auch sehr sexy und findet das normal. Es ist halt, ja, so bin ich halt, sagt dieser Mensch. Ja, und das wird eine sehr hohe Anziehung auf dich, eine sehr starke Anziehung auf dich ausüben, Skorpion. Ja. Der Teufel. Und dann werdet ihr eine Reise antreten, die euch beide aneinander binden wird. Okay? Ich denke, die ersten Resultate wirst du dann während der Steinbock-Saison sehen. Das ist dann da, ja, folgend auf Schütze-Saison. Wir haben hier den Magier, Großarkana Nummer 1. Hier haben wir Schütze-Saison. 20. November bis 20. Dezember ungefähr, Pi mal Daumen. Und dann vom 20. Dezember bis 20. Januar haben wir dann Steinbock-Saison. Während dieser Phase über Silvester hinweg wird sich hier etwas entwickeln, das dafür sorgen wird, dass ihr zwei euch hier aneinander bindet. Unter anderem wird hier zum Beispiel passieren, dass das Gegenüber hier Gefühle für dich entwickeln wird. Okay. Man kann mit Tarotkarten, kann man Zeiten voraussagen. Du findest auch auf meiner Webpage im Online-Shop unter Tarot lernen findest du Spickzettel. Das sind Cheat-Sheets, sind da. Dort gibt es, wie heißt das? Zeitangaben im Tarot heißt das. Ja, dort erkläre ich, welche Karten welche Zeiten darstellen. Diese zwei Methoden, mit denen man Zeiten definieren kann, ja, mit Tarotkarten, okay? Kann man machen, okay? Das Video kommt hier während den Black Friday Vorwochen raus. Schau auf meiner Webseite, okay? Momentan gibt es 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen. Schau da rein. Okay?
Findest den Code auf meiner Webpage, ist alles da. Wenn du das Video, ja, für den Fall, dass du dieses Video später ansiehst, geh auf meine Webpage. Ich habe da immer wieder irgendwelche Rabatte. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Außerdem werde ich auch schauen, was im Dezember, Januar, Februar, Monat für Monat auf dich zukommen wird. Und ich werde auch fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.